Wir sind das Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam, Rasulullah. Wir haben das letzte Mal, wir standen oder stopften bei, dass wir gesagt haben, Kufr, Fusuq und Nifaq, alle zweierlei oder einerlei? Einerlei? Zweierlei. Alle wissen das noch oder vergessen? Ja? Gut. Und wir hatten bis jetzt die Ayat genommen, richtig so? Und dann wollten wir jetzt den Hadith. Ja? Oder? Ja. Richtig so, ne? So. Jetzt kommen wir zu einem Hadith, der von Abu Huraira radiallahu anhu und Sahihin, Muslim und Bukhari. Oder Bukhari und Muslim. Dass Abu Huraira radiallahu anhu, also Bukhari, überliefert. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, das Prophet a.s.w. sagte, Beweis oder Alama, ein Merkmal, ein Munafiq sind drei Sachen. Ruwaya bei Muslim, vier Sachen. Andere Ruwayat außer der Sahih kamen bis sieben oder acht Sachen. Ja? Jetzt, wie wir das vorher verstanden haben, können wir jetzt, was jetzt kommt, stufen. Ist das eine Kuf, eine Aqida-Sache oder ist eine Fiqh-Sache? Das haben wir geübt letzte Mal. Ja? Erste Sache. Wenn Rasulullah sagt, eine Merkmal von Heuchelei oder Heuchler ist, dass wenn die reden, was machen sie? Lügen. Wenn die reden, lügen sie. Weil Lügen ist eine Eigenschaft von Muslim, Mu'min oder Kafir. Eigenschaft von Kafir. In dem Hadith sagt Rasulullah sallam, المؤمن لا يكذب. Ein gläubiger Mu'min la yakdib. Er lügt nicht. Aber was mit einem Muslim? Jetzt kommt, wenn du das Verstand von Scharia nicht hast und nicht studiert hast, jetzt gehst du zu deiner eigenen Empfindung. Eigene Verständnis. Weil Rasulullah sallam sagte, Mu'min. Aha, das heißt, nicht Muslim. Das heißt, Muslim kann lügen. Nein! Nein. Denn, wenn Mu'min alleine kommt, und das ist die Usul, was du wissen musst, bevor du entscheidest. Wenn Mu'min alleine kommt, meinte damit in Koran und Sunna immer Muslim und Mu'min. Doch wenn er Muslim sagt, alleine Muslim, damit ist auch gemeint, beide, Islam und Iman. Wann trennen die sich? Wenn Allah Ta'ala wie Surat al-Tawbah, innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wenn er die beide erwähnt, miteinander, er will Allah Ta'ala zwei verschiedene Stufen sprechen. Aber solange eine von denen alleine kommt, ist das andere gleich mit. Ein Muslim und Mu'min lügen nicht. Lügen nicht. Diese Eigenschaft ist Ziffer von wem? Kuf. Wir sagen nicht gleich, dass er Kafir ist. Aber diese Eigenschaft von Nifaq, Heuchelei, am Anfang ist er noch in seinem Dien, aber es kann ihn dahin führen, dass er was? Dass er Kafir wird. Manche Masail, wann kommen später, dass er tatsächlich dann Kafir wird? Praktische Kafir wird. Ayat al-Munafiq, wann ist Maghrib? Aksham.
Noch lange. Das ist 25 Minuten. Ja. Alter, von Mann war das, ne? 15 Minuten. 15? 50. 50? Ungefähr. Über Eigenschaft von Heuchler. Reden wir über Heuchler, die Islam verlassen haben oder immer noch im Islam drin sind. Lügen an sich ist eine Sünde. Fiqh. Oder ist Lügen eine Sünde, Aqida? Fiqh oder Aqida? Fiqh. Sagst du, was ist der Hukm über jemanden, einen Muslim, der lügt? Dann ist es eine praktische Sache. Weil er lügt, ne? Und geht durch die. Dann sagt der Imam, nee, der muss erzogen werden, der muss bestraft werden, bla bla bla. Erzieherische Maßnahmen. Ja? Aber niemals du sagst, weil er lügt, ist Kafir. Außer bei wem? Tekfir. Bei den Tekfir ist bei den Khawarij. Dass jede Sünde bei den Khawarij ist was? Ist Kufr. Bei denen gibt es keine kleine und große Sünde. Gibt es diese Unterteilung nicht. Sünde ist Sünde. Und der Sünde macht ist Kafir. Fertig. Gibt es diese Wir haben ja jetzt, wir sind so weit, wir haben doch einen jetzt hier in Steindamm, ne, der einfach der Meinung ist, dass die ganze Welt Kuffar sind, ist der einzige, der Muslim ist. Ja, ja, nun, das sagst du, aber für ihn ist das komplett logisch. Das ist der reinste Logik, was er denkt. Also, auf jeden Fall. Aber wir reden hier über was? Eigenschaften von Islam oder Kuffar? Nein. Dass ein Muslim das machen kann oder nicht, ist aus der Aqida oder ist er noch in Islam drin? Islam drin. Wenn er alle diese Eigenschaften zusammenbekommen hat, 8 Stück, sein Leben ist mit diesen 8 Stück beschmückt, dann ist er, wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hadith gesagt hat, ein kompletter was? Munafiq. Ist er aus dem Mille? Nein. Wieso? Weil das ist schon wieder Fiqh Masail. Nicht Aqida Masail. Imam Ahmad sagt über diese Hadithe, wo Prophet al-Salam so heftige Ermahnung gegeben hat. Also Heuchelei ist wirklich nicht eine Sache, die jeder von uns gerne betitelt werden möchte damit. Ne? Weder in Dunya noch in Akhira. Man möchte es gar nicht auch, als bei der Arbeit, dass jemand sagt, ach, der heuchelt einen Chef oder so. Das mag man trotzdem nicht. Es muss nicht mit Dien zu tun haben. Ne? Diese Eigenschaften von uns alle verpönt, von Muslimen und von Kuffar. Ja? Aber letzten Endes, selbst diese Eigenschaft, diese Nifaq, diese bringt den Muslim nicht aus dem Milla von Islam. Aber solche Hadithe sollen wir eigentlich nicht so interpretieren. Wieso? Weil es wird für die Muslime leichter, diese Sünden zu machen. Wo Rasulullah sallam sehr hart darüber gesprochen hat. Er hat eine Stufe genannt, die also Heuchelei heißt. Also das ist keine schöne Stufe. Ne? Die führt eigentlich letztendlich da, wo kommen die Munafiqin in Akhira? Unter die Kuffar. Das ist ja wirklich keine Leckerbissen da. Ja? Ne? Dementsprechend müssen wir nicht so rein interpretieren. Und die Ulema haben auch gesagt, wie Imam Ahmed hat gesagt, manche dieser Hadithe sollen wir nicht hinein interpretieren. Das soll genauso erschreckend wirken auf die Muslime, dass die komplette Abneigung gegen diese Eigenschaften, was der Hadith erwähnt, als Eigenschaft von Heuchelei. Versteht ihr, was ich meine? Über letzten Endes, selbst der Hadith, der Sahih, der Rasulullah sagte, das und das und das und das und das, wir reden nicht über, wenn er alles vollständig macht und der Rasulullah sagt, da ist der Munafiq, Heuchler, komplett, er redet nicht von aus dem Milla raus. Dass er noch im Milla ist. Dass eine kommt zu dir und sagt, aber das ist jetzt deine Interpretation. Ich sag, es ist meine Interpretation. Wie interpretierst du das?
sagte, ich interpretiere das komplett anders als du. Das ist eher aus dem Milde raus. Jetzt, wenn du so interpretiert hast, du hast einen Delil dafür. Und ich so interpretiert habe, dann habe ich einen Delil dafür. Das heißt, es ist nicht eindeutig. Das heißt, es ist immer im Sinne von wem? Der Angeklagte. Ja? Dass man ihm seine Stellung als Muslim lässt. Außer, wenn du eine Vorstellung hast, die 100% ist. Ich kann nicht dagegen ankommen. Eindeutig. Versteht ihr, was ich meine? Bei dieser Mas'ala ist so leicht oder so schwer? Schwer. Richtig, sau schwer. Und das ist so schwer, dass die Ä'immah, die diese Usul und diese Regelung festgehalten haben, die Ä'immah von Salaf, die diese Ilme festgehalten haben, selber, als die Situation vor denen passiert ist, nie Takfir ausgesprochen haben. Auch nicht auf der Ebene. Derjenige, der das geschrieben hat, sozusagen gedacht hat, Entschuldigung, und erfunden hat, sage ich mal so, wenn der agiert nicht mit dieser Regel, was er aufgestellt hat, kommst du und hast du mehr Verstand als er und verschenkst du den Kufr an jeden, den der einfach dir in die Quere kommt? Guck mal, Bruder, ich schenk dir mal was, du bist Kafir. So, toll. Weil das beweist uns letztendlich, dass dieser immer von Ahl-Hadith, dass die waren Leute, die die Taqwa vor Allah subhanahu wa ta'ala so hatten und so viel Hoffnung in die Muslimin immer haben. Immer, dass die eines Tages, egal, es wird ein Tag kommen, wie du deine Tauba bekommen hast, dass der andere auch sein Tauba bekommt. Und wie du zu Allah Ta'ala gefunden hast, auch inshallah der andere auch finden wird. Das wird kommen. Und Ahl-Sunnah glaubt an Al-Hadith, wir glauben daran. Und wir haben Hoffnung in die Umma und das Höchste, was wir machen können, ist die Nasih. Einen guten Rat und gute Vorbild zu sein. Anders nicht. Das ist nicht unser Weg oder unser Herr. Deswegen Merkmal zwischen bei Ahl-Sunnah, dass die immer unterscheiden zwischen großer Kufr und kleinen Kufr. Wenn du jemanden siehst, der das nicht unterscheiden kann oder er redet über alles so dasselbe, wisse, das ist nicht Kalam von Ahl-Sunnah. Diese Kalam von Ahl-Bidah. Wem auch immer jetzt diese Mubtada ist. Ja? Interessiert mich nicht, wie der Name ist. Aber das ist ein Mubtada. Fertig. Ahl-Sunnah unterscheiden eindeutig zwischen, was Kufr aus dem Milla schickt und Kufr, wo du immer noch in dem Milla bist. Kufr Akbar, Kufr. Das ist eindeutig. Fertig. Die zweite, und das ist sehr, sehr wichtig, und was die ganze Zeit versucht haben und immer wieder die Jungs gesagt haben. Es gibt es einen Unterschied zwischen, hört mal diese zwei Begriffe und versucht es auswendig zu lernen. Al-Wasfu wa-ta'yin. Al-Wasfu wa-ta'yin. Es gibt den Unterschied zwischen eine Sache zu beschreiben, also eine Beschreibung, und ein Hukm, ein Urteil zu fällen auf jemanden. Nein, das heißt was? Das heißt, nicht jede Tat, die Kufr ist, wo wir gesagt haben, du musst eindeutige Adilla von Allah Ta'ala bringen, dass diese Sache Kufr ist, nicht deine Interpretation dessen. Das ist das Erste. Das Unterschied zwischen eine Sache zu beschreiben, dass das Kufr ist, und dass du diese Sache übernimmst, eins zu eins bei jemandem, der das macht und sagst, der ist ein Kafir. Wenn du siehst, dass Leute das so machen, die dir sagen, jeder, der vor eine Götze niederwirft, sich, ja, als Moslem, ist aus dem Mittel raus. Eigentlich schon. Sei ich da vor einen Götzen? Ja. Eigentlich
ist er aus dem Milla raus. Aber wir gucken immer noch, ist er vielleicht ein Beduin, der in der Wüste nur gelebt hat, gar keine Ahnung von irgendwas hat. Ja? Hat er dieses Wissen dann auch bekommen, dass er das nicht machen darf und hat das getrotzt? Oder was auch immer. Hat dann Schubha in sein... Alles ausschließen, damit wir was, auf welche Quote kommen? Auf die 100% kommen. Dass wenn wir dann sagen, so, nicht, wenn du siehst, dass jemand, die sagt, diese Tat, wer das macht, ist Kafir. Diese Tat ist Kuf. Und wer das macht, ist Kafir. Lass ihn umgehen. Lass ihn umgehen, weil das ein Takfiri ist. Sondern, wenn er zufügt und sagt, wer diese Tat tut, ist dementsprechend Kafir, wenn alle Pflichten erfüllt sind und alle Hindernisse aus dem Weg geräumt sind, dann wisst ihr, dass es von alles so ist. Wieso? Ich sage nochmal, wir kämpfen für die Muslimin, nicht gegen die Muslimin. Ja? Die Scharia hat uns beigebracht, dass wir die Muslime schützen, nicht angreifen. Dass wir nicht darauf warten, dass die Muslime einen Fehler machen, damit wir sie fertig machen. Sondern, dass wir gedulden uns und tolerieren und versuchen, das zu verändern, was die Muslimen an Falsches machen. Mit der Hoffnung, dass wir vergeben werden, die Muslimen auch. Versteht ihr, wie das tickt? Wie das zusammenhängt? Bei dementsprechend. Halte dich nicht auf mit Leuten, die so ticken. Du wirst krank. Du wirst selber krank. Dein Herz wird krank, dein Kopf wird krank, alles wird krank. Wenn wir sagen, haltet euch fern von Ahlul Bid'ah, ob das politische Bid'ah sind oder Aqidah Bid'ah oder was auch immer sind, ich sage, denn wir meinen das dann auch, weil das ist für euch viel, viel leichter und viel euer Herz ist sauberer und mehr konzentrierter auf das, was eigentlich wichtig ist, nämlich ich, wie es mir geht in Dunya und Akhir. Was bin ich bei Allah Ta'ala? Bin ich angenommen, bin ich nicht angenommen? Bin ich jemand, der in Jannah kommt oder in Jahannam? Wer bin ich? Wo stehe ich? Das ist das Wichtigste. Worum uns die Sorge sein muss, wenn heute zu Ende ist. Ja? Der Malak wird kommen, was? Mit Malaika von Jannah oder Malaika von Jahannam? Ja? Das muss Sorge sein. Wir machen uns Gedanken. Das, was mich interessiert. Und die Muslimin, die haben bei mir einen Rat. Aber Verpflichtung muss ich mich, nicht die anderen. Ja, und das ist der Weg, wie Rasulullah war, und wie es ein Hadith und alles Sunnah, ihr ganzes, über die Jahrhunderte bis heute immer. Die machen keinen Unterschied, ob das Waliul Amr ist, ob das eine Emir ist oder ein ganz normaler Muslim ist, weil wir haben ja festgehalten, sie sind beide gleich, was das angeht. Ja? Ihre Fehler nicht offen kindisch zu machen und gleichzeitig auch. Jetzt kommt einer und sagt, aber die Ulema sagen, wenn eine Sünde offenkundig gemacht wird, muss man kritisieren, auch offenkundig. Dann sagen wir, willst du diese Sache auf die große Glocke hängen oder willst du, dass der Emir diese Sache unterlässt? Was bezwickst du mit deiner Vorgehensweise? Was möchtest du? Möchtest du ein Fitna und ein Thema daraus machen? Ja? Oder willst du, dass das sich verändert wird und dass der Emir, ja? Wenn du, denn Allah sagt uns, wir, ja? Ein Emir, was sagen, damit es auch fruchtet. Ja? Hat, wie es Sayyidina Muawiyah und ein seiner Untertanen, ja, die gegen ihn waren, hat mit ihm gesprochen, richtig hart, mit Sayyidina Muawiyah. Ja? Was Zulm und was weiß ich. Und sagte, ja, Achi, Allah Ta'ala hat jemand besser geschickt wie du.
zu einem König, der noch mehr Zulm hatte wie ich. Hat Musa zu Pharaon geschickt und hat ihm gesagt, sag ihm ein schöne Sätze. Vielleicht kehrt er zurück. Ich bin wieder, du bist weder Musa noch ich bin Pharaon. Mindestens guter Satz. Wir sind Muslime und du willst Nasiha geben. Du willst mir Nasiha geben oder was willst du? Dementsprechend, über die Nasiha für Aulia al-Am oder für Aulia al-Umur, die unsere Amire oder unsere Vor. Die Nasiha, willst du Nasiha geben? Mach. Es ist Pflicht, Ad-Din und Nasiha. Das kommt ja noch dazu, ne? Dass du die Nasiha gegeben hast, gleichzeitig hinter seinem Rücken machst du Dua für ihn, ja Allah. Gib ihm die Surat al-Mustaqim, ja Allah. Gib ihm Berater um ihn rum, die von Dien was. Und so Dua machen. Über die Besten unter euch sind diejenigen, die ihre Amire loben und Dua für sie machen und ihre und die Amire loben sie und geben Dua. Und die Schlimmsten unter euch sind genau das Gegenteil. Kritisieren und Bettdua und die Amire genau die können alle in die Hölle fallen. Ja? Und Allah subhanahu uns und euch diesen Weg der Sunnah festhalten und Haq sehen lassen und Batul sehen lassen. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barakatuh.